Ja, grüß dich, meine Allerbesten, und willkommen hier zu Starfield. Ich bin der Tribun. Und auf dieses Spiel habe ich mich schon Ewigkeiten und drei Tage gefreut. Seitdem es irgendwie gefühlt vor 100 Jahren angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, komm, das wirst du dir holen. Und habe ich mir geholt. Und dann drücken wir hier mal auf Neu. Ein neues Spiel starten, ja, natürlich. Sonst hätte ich ja nicht auf Neu gedrückt. Witzbold. So, ich hoffe, mein Krümmelrechner kriegt das alles hin. Grafik steht auf hoch. Oh. Jetzt halte ich mal besser die Klappe. Hey, in 2 Tagen habe ich Geburtstag. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Heller, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sterndock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Nett. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Hm, auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dusties schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella. Lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Nett. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Neue Mission, ein kleiner Schritt. Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabelle. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme ihr gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir hier auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Ich gucke. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer. Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Wieso macht das nicht der Roboter? Wieso müssen wir arbeiten? Ist unser Motto Dusties? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los, mehr Tempo. Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl. Jawohl. Okay, wir sind jetzt 300 Jahre in der Zukunft und wir müssen noch mit den Händen bauen, statt hier mit dem Gerät oder einer Drohne oder wer weiß was. Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los.
In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich den Cutter. Hat mir einen Cutter geholt. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Stalagnitentiten. Beryllium. So nah muss ich daran. Aha, wenn das fahle Kreuz rot wird, bin ich nah genug. Alter, das sieht ja schon krass aus. Wir sind soweit. Komm wieder zurück. Wir haben dich geködert. Bist du auf die Broschüren reingefallen? Du kommst mit mir. Ah, guck mal, da haben sie eine Maschine. Und die... die erleichtert sich einfach hinten raus, statt da ein Förderband hinzustellen. Leute. Ich will mal sagen, wie man das im Kohlebergwerk macht. Habe ich schon auf der Grube geschafft. Wir könnten auch mit dem Ding da arbeiten, ne? Gut, gehen wir halt weiter. Hella, die Werte. Ja, was das angeht. Hab ich auch Licht? Problem? Nur wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Die anderen haben Licht. Das ist gut. Sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ist so ein Job? Komm schon. Wir sind nah dran, glaube ich. Es ist ganz einfach. Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Ja, das wird klar. Okay, du da, du bist dran. Wenn das nicht geht, alles klar. Halte F, um die Taschenlampe ein... Aha, ich musste halten. Jawohl. Ich mache einfach weiter. Baue noch ein bisschen Beryllium ab. Siehst du irgendwas? Ja, da ist ein Ding. Was ist das da? Keliumvorkommen. Nehmen wir mit. Aber hier schwebt alles. Nimmst du den Kutter um das Mineralvorkommen ab? Ja, machen wir. Nimm das komische Objekt. Das mit drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen war noch nie gut. Nicht anfassen. Ich hab's angefasst. Ich hab's probiert. Der berühmte Ladebildschirm. Hey, komm schon. Komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Yeah, und schon kann ich mich personalisieren. 1. Dann erstellen wir mal unseren Charakter. Wie wollen wir denn ausschauen? So alt bin ich noch nicht. Frau bin ich auch nicht. Der sieht ein bisschen komisch aus. Äh.
Ich sehe noch nicht mal im Ansatz. Oh, Mini, da. Hol mal hier. Captain Frohlocke. Ja, kann man immer noch ändern. Super. Hol mal Körper. Das ist hier. Hallo? Oh. Also, oh. Da bleiben wir mal ein bisschen realistisch. So. So. Was ist Körpertyp 2? Ah, das ist Frau. Ah. Laufstil. Oder Laufstil. Hm. Gesicht. Ach du hältst es komplett aus. Oh. Kiefer, Schmuckteil, Gesichtsform, Tattoos, Lippenstift, Schmutz. Crazy Girl sagt, ich soll mich ein bisschen rasieren. So, das ist so etwa meine Rasur. Haare. Kann man hier nicht noch... Nee. Ein bisschen mehr darf das schon sein. Okay, hier sieht mir nichts ähnlich. Sachen gibt es hier. So, wenn ich mich Ewigkeiten... Nee, beim Friseur war sich so aus wie so ein langhaariger Bombenleger. Hintergrund. Jetzt haben wir's. Da müssen wir jetzt. Also, zum Glück habe ich mir da schon das ein oder andere Videochen angeguckt. Um 2.40 Uhr nehme ich das hier auf. Fitnessballistik. Nee, ich wollte tatsächlich. Kopfgeldjäger. Industrieller machen, genau. Da habe ich nämlich überzeugen. Sicherheit und Forschungsmethoden. Das ist der Hintergrund. Der Hintergrund gibt nur diese Skills. Wir werden auf alle Skills Zugriff haben. Aber die haben wir dann schon von Anfang an. So, dann kann man sich noch drei Merkmale reinklabustern, die Vor- und Nachteile haben. Ich hätte gern... hier... Freestar Collective. Bumm. Ja, das heißt, ich kann da nicht mehr in der UC geboren sein oder Neon-Straßenratte sein. Dann. Zu welcher Religion? Es gibt drei Religionen. Wenn ich das anklicke, sind die anderen weg. Universal, also aufgeklärt erzogen, ist das Mitglied der Aufgeklärten aufgewachsen, doch erhältst im Haus der Aufklärung New Atlantis Spezialkiste voller Items. Die Spezialkiste kriegst du auch, wenn du universal erzogen bist. Sell. So, möchte ich empathisch sein? Extrovertiert oder will ich hier eher. So. Terra Firma. So. Watsch. Ja? Ja, passt schon. Bänden. Name, ja. Natürlich bin ich der Tribune. Pronomen? Ja, ihn. Pronomen passt. Ja, dann bestätigen wir mal. Ach, richtig. Das ist so eine von ganz unten nach ganz oben und zurück Story bei dir. Von der Konzernspitze in den Stollen. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Es ist halt erinnerst du dich noch an irgendwas? Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht. Drücke Maus 3.
Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Und wie... Kurs festlegen, Status, Item, Inventar. Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Ah, das ist meine Maus 3. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ihr nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau, oh, ich kann hier Sachen klauen. Ja, aber komm schon. Notizblock, bla bla blub. Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Oh. Unterzieher. Wollen wir mit? Was auch immer ein Unterzieher ist. Gafferband kann man auch immer gebrauchen. Drahtspule, Sprühflasche. Ein bisschen Geld. Wow. Du siehst nicht gut aus. Ja, danke. Was haben wir hier noch? Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Okay. Alles okay? Willst du einen Kaffee oder so? Oh, Kaffee wäre jetzt auch nicht schlecht. Noch ein Unterzieher. Ein Cracker. Hausschuh links und rechts. Geil. Ein Dietrich. Hallöchen. Also. Oh. Medipack. Komm. War ein guter Auftrag. Du hast echt Glück, dass du dabei warst. Papiertücher. Ich weiß. Zum Kuckuck. Lass mich hier durch. Seifenspender. Also man kann auch jede Menge Müll mitschleppen. Injektor. Wird verwendet, um Medikamente zur Behandlung von Leiden. Ja, gut, okay. Wollen wir mit? Ich will nur meine Schicht überstehen. Ich habe natürlich auch das ein oder andere Bethesda-Spielchen schon gespielt. Deswegen weiß ich, dass man sich nicht immer... an die Reihenfolge, was man machen soll oder tun muss oder hast du nicht gesehen, halten muss. Notizbuch, Papiertücher. Ah, ich werde natürlich in den Aufnahmen hier für YouTube, werde ich mich natürlich tunlichst an die Hör mal durch, will ich beklauen. Danke. Das hätte mich gehört. Was zu essen. Für YouTube werde ich mich natürlich hier an die Hauptquest erstmal halten. Ja. Und auf Twitch werde ich wahrscheinlich jetzt jeden Abend unter Tribun 582 streamen, sobald ich rausgefunden habe, ob das Streamen hier gut funktioniert. Aber ich gucke, ob mein Rechner das auch hergibt. Schaumstoffbecher. Gut, dass Heller neulich auf Pudelwasser. Nee, Gabel brauche ich ja nicht. Zip, Much. Was? Ich arbeite. Weil das Inventar ist ja hier, bumm, ist nicht um Slots, sondern was man... wie schwer es ist. Was ist eigentlich dieser Unterzieher? Erste Hilfe. Generiert 5 Gesundheit. Generiert 10 Sekunden lang pro Sekunde 4 Gesundheit. Aha, nicht schlecht, nicht schlecht. Heilt Gehirnverletzungen. Ah ja, gut, kann man auch gebrauchen. Neue Items. B.
Beryllium? Kaelium? Oh, davon hätte ich ein bisschen mehr abbauen sollen. Der Cutter, Dietrich, Drahtspule, bla bla bla. Helm. Medipack. Akros-Extraktor. Das scheint... Das, was ich ausgerüstet habe, scheint besser zu sein. Ein Unterzieher. Ah, okay. Kann ich den eigentlich verkaufen? Luftbasiert, Energie, Physis. Cool, cool, cool. Nicht so. Was ist das da? Es ist auf jeden Fall jetzt meins. Ein Ordner. Klebeband hatte ich schon eins. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Die Zitrone. Also man kann sich hier schon fröhlich looten, ne? Dartpfeil, blaue Flügel, gelbe Flügel, alles klar. Da ist nix. Du passt gut dazu, okay? Meine ja. Können ein bisschen rau sein, aber sie sind nette Leute. Ich soll wahrscheinlich hier rauskommen, okay, ne? Okay, das dir. Luftschleuse. Leg den Helm an. Ich hoffe, ich habe den Helm an. Ja, guck, guck. Landet jetzt gerade einer. Also glaub dich auf. Ähnlich. In der Discovery-Klasse. Das Schiff ist älter als der Mond. Hier draußen gibt es ja auch Zeug, das ich finden kann. Noch ein Outfit gefunden. Treff dich mit dem Kunden. Hm, mach ich gleich. Mich hier noch ein bisschen umgucken. Vielleicht finde ich ja noch was, was ich nicht brauche. Vor allen Dingen. Ich muss noch. Ich habe noch keine Ausdauer, weil ich noch im Tutorial bin. Oh boy. Blums. Na gut. Rennen wir mal. So habe ich eigentlich schon gesagt, dass ihr mich da bei Twitch finden könnt. Unter Tribun 582. Eine Pistole. Wie wechsle ich die Waffen? Die habe ich noch wahrscheinlich noch gar nicht ausgerüstet, ne? Bumm. Okay. Vorarbeiterin Lynn. Hallo, Typ. Barrett. Hallo. Diese Person ist beschäftigt, mir entgegenzukommen. Die Person ist beschäftigt, mir entgegenzukommen, um mit mir zu reden. Das ist eigentlich mein Teil, ne? Hallo, Roboter. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier. Der neue. Ach ja.
Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst du auf einem Trip, ja? Ja, könnte man so nennen. Ja, gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh. Ich weiß nicht, was die Leute gemeint haben. Manchmal stimmen die Lippen nicht mit dem, was sie sagen. Aua. Das ist ein Raumschiff. Das ist ein Roboter. Irgendein Schiff, das sich rasant auf den Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Mach die Tür auf. Du hast keine Chance. Oh. Ich sehe nichts. Wo ist der andere? Hört auf mich schießen. Bleib tot. Ich brauche Deckung. Moment. Größere Waffe. Ihre Waffen hingeschmissen. Moment, halt, stopp, keiner bewegt sich. Bessere Waffe. Hat er ja noch dabei gehabt. Die ganzen Leichen looten. Die Crimson Fleet hat uns echt angegriffen. Ja. Da haben sie die Frechdachse. Ripshark. Ja, ich war auch verwundert. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Hab ich noch alles aufgehoben. Ein Messer. Eine Axt. Ja, 5 Cutter. Cool. Gut. Barrett das reden. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen. Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Okay. Was ist das? Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist?
Das sind wir. Die Man in Black. Okay. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Das ist nett. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Wieso nenne ich mich all Dusty? Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. Merci dafür, dass ich nur 5 Minuten auf diesem Felsen gewesen bin. Bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Eine Uhr, oh, nett, danke. Ja. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Nope. Sie folgen einfach der Beute, wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Okay. Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Okay, dann, merci. Und Vasco! Lass sie nicht mein Schiff zerstören! Vasco, sind wir jetzt Freunde? Ab aufs Schief! Schiff. Die Frontier. Ist jetzt gerne Herz aus Gold nennen oder so. Captain, ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Was? Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Alles klar, wissen wir Bescheid. Forschungsstation. Projekte ab um... Verfügbare Projekte. Benötigtes Material? Cool. Was ist das da? Dekoration und Roboter, Helmmods, Wolfram, Kosmetikum und Polymer. Ey, sau cool. Alter, mit Müsli. Helm, kaputt. Don't use. Würfel. Nachtwäsche. Oh, komm, hol mal mit. Können wir immer noch verkaufen. Erdzeitiger Baseball. Hol mal mit. Komm, alles verkaufen. Kästchen mit Erde. Nochmal Medipack. Nochmal so. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich
ich als erstes sehen, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom, Pop, mit Rhabarber. Rhabarber. Müsli. Erwin hat immer super Studentenfutter gemacht. Mit kleinen Marshmallows als Sternen. Das vermisse ich. Okay. Dann heißt es jetzt, machen wir die Luke da auf. Dankeschön. Chunks Apfel. Dann heißt es jetzt wohl, ab in den Pilotensitz und zur Constellation fliegen. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar, ihr kennt es ja. Abo sowieso und über Unterstützung bin ich auch noch froh. Ich hoffe, mal sehen uns auf Twitch oder mal sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, abheben.